Moin Moin, ja, hier ist wieder euer Delphi. Ja, heute geht es um Landwirtschaftssimulator Gold Edition 2009. Ja, es ist schon in die Jahre gekommen, aber es haben mich so viele geschrieben, ob ich es wieder mal spiele. Ja, habe ich jetzt aus meiner Kramkiste wieder herausgeholt. Aber heute wollen wir nicht spielen. Heute wollte ich nur die Map euch zeigen. So, ja, habt ihr halt alles so weit schon vorbereitet. Heute werden wir mal die Map und abfahren. Da vorne steht unser Traktor, mit dem wir heute unterwegs sind. Und wenn wir heute die Map abgeschlossen haben, dann da, wenn man heute den LS19 sieht, sieht das hier ziemlich kahl aus. Ja, also ja, die Texturen sind ganz schön blass. Ja, das habe ich damals, als ich rauskam, ziemlich oft gespielt. Wir fahren jetzt einfach so, dass wir da hinten über die Brücke fahren können. Und wir werden die Map heute komplett einmal, oder die Insel komplett einmal ringsum abfahren. Ja, selbst mein Sohnemann damals, wo er noch klein war, das gespielt habe, und hat er einen großen Trecker sich geholt und was ist passiert? Und ihn dann gefragt habe, ich habe, wo hast du denn den Trecker gelassen? Weiß er nicht. Hat er mir gesagt, weiß er nicht. Ja. So, Hubsehen. Das war die Hub gewesen. Sind jetzt gerade vorbeigefahren. Links sieht man noch ein Dampfer oder ein Frachtschiff. Fahren. Ja, man muss aufpassen, kommt auch der Gegenverkehr. Ja, und siehe da habe ich nachgeschaut und was, ja, er hat den Trecker ja irgendwo im See versenkt. Und er hat den Bein, aber das ist nicht so schlimm, den kriegen wir wieder, hin. Ja, das ist eine gute Geschichte, aber naja. Ja, es sind riesengroße Felder, aber hier war es. Das ist nicht zu vergleichen mit dem heutigen Feld. Aber wenn ihr das euch gewünscht habt, werde ich das machen. Und ja, jetzt steuern wir uns erstmal Richtung Leuchtturm. Hoppala, ich war jetzt ein bisschen voll schwer, weil ich immer noch mit einem Auge dort schaue und dort. So. Dann werden wir jetzt erstmal zum Leuchtturm fahren und dort eine kleine Ehrenrunde drehen. Da geht der andere Leuchtturm. Auf jeden Fall, wenn ich heute hier die Map wenn, heute beenden mit der Vorstellung hier, werde ich sehen, dass ich dann Folgen rausbringe, wenn euch das interessiert. Und dann haben schon einige gesagt, hier, wenn alles wollte, kriegt doch einfach mal LS 11, 13, 15, ja,
4. Steht bei mir im Saal. Kein Problem. Aber irgendwo ist es klar, dass wir erstmal einen Anfang sind. Fangen wir jetzt einfach an mit einem neuen. Das war wieder mein allererstes Spiel. Und das hat mir wirklich in den Bann gezogen. Das ist bis heute auch noch anhält. Ich freue mich, wenn irgendwann weitere Folgen rauskommen. Da bin ich sehr gespannt. Nun, jetzt steuern wir uns den Stein, Eis und eine Baustelle. Tja, ich habe damals nicht so oft gesehen, aber ich habe diesen Web so hundertprozentig ausgeputzt. Wir sind jetzt schon gefahren und haben jetzt so gleich ein Viertel der Web erkundet. Hier in der Mitte sind nur die riesengroßen Felder, aber wir wollen jetzt zu dem Steinkreis, der dort sein soll, und die Baustelle angeht. Ach da, ja, geht schon. Ach, die Baustelle. Da geht die Straße nicht weiter. Oh. Wir haben 5 hier. Wenn er auf Toilette muss gehen, dann muss er jetzt gleich gehen, bevor wir jetzt hier weiterfahren. Ja. Das ist hier irgendwie England. So, na gut, dann gehen wir mal wieder auf die Straße zurück. Und werden uns jetzt hoppala, sind schon wieder von der Straße runter. Zum Strandparkplatz, zur Endstation. Mal schnell vor dem fahren, denn ich war hinter dem hinterher zu sein. Ja, ganz gut eingereiht. Weil die Pkw fahren alle hier so langsam. Ach, das war ja von vorne. Eigentlich, das habe ich schon fast gedacht, dass der... Oh. Ups. Also so sollte man nicht fahren. Ja, die Bettstation geht da runter. Hier kann man zum Beispiel neue Gerätschaften, Fahrzeuge etc. kaufen. Die kann man hier dann abholen. Na, das ist hier. So, fahren wir erstmal zum Strandparkplatz. Hoppala. Zum Strandparkplatz erstmal runter. Und werden hier eine Erdrunde drehen. Ja, wer hier gerne fahren möchte, kann es hier tun. Ja, auf die Ausgabe. Und da hinkommt. Schauen wir mal. Ja, gibt's. Ja, so viele Geräte und Fahrzeuge gibt es bei LS9. Noch nicht so wie bei den anderen Versionen, aber der richtige LS-Spieler, der weiß das und das wollte ich irgendwie weiter erzählen. Da vorne kam sieht man sogar ein Hof, wo wir mehr nachher also die weiteren Folgen arbeiten werden. Ja, dann müssten wir jetzt da vorne, wenn irgendwann jetzt auf den Kreisverkehr stoßen, wo so eine Kuh drauf ist. Der LS-Mönchgeber ist das bestimmt bekannt, da ist die Zufall schon. Ja. Fahren wir jetzt hin, hier ist das Dorf, da stehen ein paar Häuser,
Kirche. Man musste den Trecker hier hochfahren. Wir sind ja geländegängig. Ja, hier sieht man schöne Aussicht. Kann man schön weit schauen hier. Also wenn man hier ein Haus hat, hat man direkt den Hafen da unten. Naja, das ist Machtsache. Ich muss mal selber schauen, wo wir jetzt hier lang fahren. Wir werden dort gleich auf die Straße zurück. Dann da lang. So, das war das Dorf. Als nächstes Ziel ist dann, müsste rechts da vorne die Sportanlage kommen. Und eine Kapelle müsste unten links denn. Nee, auch auf rechts, Entschuldigung. Ja. Da haben wir die Sportanlage. Hier so ein bisschen mal auf den Überschlagpunkt hier liegt. Boah. Naja. So, einmal mitgemacht. So, eigentlich müssen wir mal hier oben in die Berge. Mal sehen, ob wir da hochkommen. Das werde ich mal nicht probieren. Das müsste die Kapelle hier oben sein. Oh, oh, oh. Ja, das ist ein zufälliges. Ja, das ist die Kapelle hier. Hier oben angekommen. Ah, schöne Aussicht. Aber man sieht, ist alles ein bisschen. Oh, jetzt geht ja aber steil runter. Das Wetter ist kein Problem. So, dann geht es weiter zum Supermarkt. Da vorne rechts. Ja, und schon haben wir schon über die Hälfte schon erkundet. Hier ist der Supermarkt, der kann die einkaufen möchte. Weiter geht es zur Gärtnerei. Guckt denn vorne links. Aber hinten ist dann eigentlich weiter.
zeigen. So, jetzt fahren wir zum vorletzten Punkt. Und das ist denn die Mühle, wo wir denn am meisten hinfahren. Das kommt zu übersehen, da ist es schon, aber wir bleiben erstmal auf der Straße. Da werden wir das meiste hinbringen, aber da werden wir mal schauen, wie die Preise sind. Heute ist ja bloß erstmal die Webvorstellung, dass wir erstmal den Eindruck bekommen, was hier alles ist. So, von der Mühle aus fahren wir jetzt direkt zum Hof. Dann werden wir damit Webkurs, das wir heute für LS9 dann beenden. Aber erstmal fahren wir. Der Hof ist genau so, also genau in der Mitte auf der Insel. Man sieht es ja vorne schon. Also für einen Quereinsteiger ist immer trotzdem auch empfehlenswert zu spielen. Oder holt doch einfach mal selber wieder die alten Sachen aus. Und dann sagt ihr, oh Mann. So, so sind wir hier auf dem Hof. Ja. Da können wir tanken. Da kommt dann der Stroh. Ja, das ist immer ein Kampf gewesen, den Stroh da rein und dass es hochgeht, was man nicht immer runtergepurzelt. Ja, so, das ist die Sehenswürdigkeiten der Insel gewesen. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich vor allem freuen oder gebt mir eine Nachricht oder schreibt mir was. Ob es euch gefallen hat, ob ich mit LS9 hier weitermachen soll oder mit LS11, 13, 15 und so weiter. Ja. So. Dann werde ich den Film von heute erstmal beenden. Ich freue mich, dass ihr vielleicht sehr zahlreich zugeschaut habt. Vor allem bleibt gesund. Euer Delphi. Ciao, ciao.